Hallo und herzlich willkommen zum Patch Rundown des 1.0.1.14er Patches. Es wurden ein paar allgemeine Sachen verändert, zum Beispiel Leistung. Es wurden diverse Probleme behoben, die zu Gameplay-Aussetzen und anderen Leistungsproblemen führen konnte, dann auch zur Stabilität. Der Fallout 76-Spieler-Client und die Server haben zusätzlich Stabilitätsverbesserungen erhalten und auf der Xbox ein Fehler wurde behoben, durch den es zu Aussetzen in bestimmten Menüs kommen konnte. Dann noch ein paar Fehlerbehebungen, Kunst und Grafik. Umgebungsverdeckung, platzierte Gegenstände lassen ihren Schatten nicht länger zurück, wenn sie wieder aufgenommen werden. Zum Beispiel auch die Kamera. Die Kamera schwenkt nun flüssiger um, wenn sich der Spielecharakter auf ein Möbelstück setzen möchte. Dann Grafiken. Das Cover von Ausgabe 9 von Tesla Forschungs erscheint nicht länger vollständig rot, wenn das Magazin aufgenommen oder näher angeschaut wird. Dann zu den Gegnern allgemein. Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Gegner der Spielecharaktere länger als vorgesehen verfolgten. Beute. Ghule und verbrannte Offiziere lassen jetzt wie vorgesehen Codeabschnitte für Atomkraftraketen fallen, wenn sie vom Spieler getötet werden. Dann zum Camp, Werkstätten und Herstellungen. Einige Blaupausen. Blaupausen. Ein Fehler wurde behoben, durch den Blaupausen sich in kleinere Bestandteile auflösten, wenn sich bei Fallout 76 ab und wieder angemeldet hat. Baupläne. Baupläne, Lackierungen, die während der Beta auf den Powerrüstungen angewendet worden sind, erscheinen jetzt wieder wie vorgesehen auf den entsprechenden Teilen. Diese Lackierungen können auch auf weitere Powerrüstungssets angewendet werden. Zu den Reparaturen. Ein Fehler wurde behoben, durch den Gegenstände direkt nach der Reparatur wieder kaputt gegangen sind. Dann zu einer Quest. Tourismusbüro. Der Markenautomat von Prickett's Ford kann jetzt wieder repariert werden und Spieler können nicht länger hindurchlaufen. Dann zu dem PvP. Der Pazifisten-Modus. Spieler, die den Pazifisten-Modus aktiviert haben, um im PvP eine Werkstatt beanspruchen wollten, die einem anderen Spieler gehört, fügen besagten Spiele jetzt wie vorgesehen vollen Schaden zu, solange sie als feindselig gelten. Also kurz gesagt, wenn du im Pazifisten-Modus bist und im PvP eine Werkstatt beanspruchen wollten, die nicht dir gehört hat, wirst du vollständigen Schaden von dem Besitzer der Werkbanks bekommen. Zum Respawn. Wenn der Spieler nach dem Tod im PvP respawnt, wird er nicht länger anderen Spielern gegenüber als feindselig eingestuft. Rache nehmen. Homecocken Belohnungen werden jetzt korrekt angezeigt, wenn die Option Rache nehmen beim Respawnen nach dem Tod durch einen anderen Spieler gewählt wird. Nochmal zur Rache nehmen. Wird man von einem anderen Spieler ins Ziel genommen, der auf Rache aus ist, werden die Kronkorkenbelohnungen für den Tod dieses Spielers jetzt korrekt angezeigt. Dann haben wir noch ein paar einzelne Sachen zur Benutzeroberfläche, dass zum Beispiel die Sprache, koreanische Schriftzüge werden jetzt korrekt angezeigt und die Hotkeys zu Fotos schießen oder dass bei, also hauptsächlich geht es eigentlich darum, dass bei den Hotkeys es um den Fotomodus geht. Dass in bestimmten Sachen jetzt zum Beispiel, dass nicht mehr die Leertaste und die A-Taste ist. Ja, beziehungsweise kann nicht länger neu zugewiesen werden und ist nun fest der Leertaste auf PC und der A-Taste auf Controller zugewiesen. Sprich, wir können das nicht mehr ändern. Dann, dass ein Fehler behoben wurde, dass die Schnappschüsse im Fotomodus dem falschen Hotkey angezeigt wurden, sprich, da hast du jetzt zum Beispiel auf A gedrückt und es passiert einfach nichts, weil es indirekt der Tasten B war. Mal angenommen. Dann wurde auch ein Foto, ein Social Fehler behoben, dass den Social Menü von anderen verschwand, wenn sich zwei Spieler eines Freundes eine Freundeseinladung verschickt haben. Oder dass auch durch den neu ausgewählten Spielersymbol im Social Menü von anderen nicht angezeigt wurde.
Im Großen und Ganzen wurde ein wenig verbessert und gepatcht. Klingt gut und bis zum nächsten Mal.